Hallo, herzlich willkommen zu Alte Schule Daily. Mein Name ist Carsten Arndt und ich wollte auch gar nicht lange stören. Ich will nur eins sagen, das Poloshirt gibt es jetzt zu kaufen. Das blaue, dieses wunderschöne blaue Alte Schule Poloshirt. Und das Beste, es wird auf jeden Fall individualisiert mit eurem Namen. Ich habe ganz viele Leute jetzt hier bei uns im Keller sitzen, die sticken das da rein. Händisch. Also, da kann man doch nichts sagen, oder? 59 Euro. Der Shop ist www.70love.de. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. Ja gut, es war natürlich klar, dieser Benzinvirus, den du ja brauchst, den ich ja habe seit eigentlich meiner Geburt, ja. Übertragen wurde natürlich noch verstärkt, weil der Vater ja, da war ich dann so 6, 7, hat er ja auf dem Grundstück in Greiner den AFM-Rennwagen gebaut, selbst in der Garage. Und da war ich immer tagsüber bei dem Mechaniker mit rumgefummelt und so und habe einmal auch einen Gabelschlüssel in den Auspuff versteckt. Den haben sie dann gesucht. Beim Anlassen kam er dann wieder raus, war es entsprechend sauer. Also da war natürlich schon, da habe ich schon gemerkt, oh, das interessiert mich, das macht mich an. Und dann hat es da allerdings richtig gefunkt, weil ich den Papi noch zu Rennen mitbegleitet habe, seine Bergrennen, Rossfeld, Schauinsland und so. Bin immer der meisten Streckenalter schon vorher mit hochgefahren, oben mit meinem Vater dann gewartet. Und einmal werde ich nie vergessen, das war, glaube ich, am Rossfeld, stand ich oben, dann kam die Klasse vom Papi, da standen die ganzen Rennen alle rum und dann wurden immer die Zeiten dann mit dem Bleistift am Baum so Tafel hingeschrieben. Und der Papi fuhr als letzter hoch, schnellste Zeit, da sagt einer, das ist doch zum Kotzen, diesen alten Kacker können wir nicht erwischen. Und da war ich so stolz auf meinen Vater, gell? Ich sagte, das ist wirklich toll, wieder mit runterfahren mit ihm und so. Und da war für mich klar, ich muss Rennfahrer werden, gell? Das war mein großes Ziel. Und wir mussten natürlich meine Mutter beruhigen. Die hat immer sehr stark darauf geachtet, dass die Ausbildung gestimmt hat, dass alle schulischen Dinge da waren, dass nach der Schule ich dann bei BMW auch einen Posten als Informant hatte, mit den Firmieren. Bei allen war alles natürlich nur vorgetäuscht, ja, gemacht, ja. Habe ich nichts. Also auch die Schule war nur Show eigentlich, oder? Ja, das hat schon funktioniert. Aber dann, wie gesagt, aber dann was ja wirklich dann lustig war, das war dann 69, Entschuldigung, war dann Scuderia Hans Jahr am Nürburgring, Sportfahrerlehrgang, wo der Papi ja Instruktor war, ich war mit dabei. Und dann war unter anderem ein Instruktor auch der Hans-Peter Köppchen. Und wenn der Mittagspause, hat er schon mit dem Fürsten durch der BDM rumgefahren und so. Und dann kam der Hans-Peter Köppchen zum Vater und sagte, hör mal Hans, am Wochenende ist 300 Kilometer Rennen, ich würde deinen Sohn gerne fahren lassen. Da warst du 18. Damals musst du zum Rennen fahren 18 sein. Da ging ja nichts vorher, weil keine Lizenz bekommen hast. Du durftest ja schon früher Autofahren. Ne? Autofahren mit 16, dank dem Vater. Ja, der kannte damals den Verkehrsminister Seebohm gut. Hat über den gesagt, ja, ich brauche Unterstützung auf meinen langen Fahrten. Habe ich das dann bekommen. Und dann, wie der Peter Köppchen dann eigentlich gefragt hat, dann hat der Vater natürlich einen Klemmberger bekommen. Der wusste, wenn er jetzt einmal Ja sagt, dann hat er selbst genug schwere Unfälle gehabt. Ja. Und was alles Höhen und Tiefen waren, hat er gesagt, er sagt, es ist zu spät. Also er musste, war dann gezwungenermaßen gefordert, Ja zu sagen. Und da bin ich das erste Rennen gefahren. Das war dann Nürburgring 300 Kilometer in 69. Und bin da, glaube ich, Dritter oder Vierter geworden. Musste 13 Mal aussteigen, weil immer auf den Kuppen das Gaststück rausgehupft ist. Ne? Gut, der hatte erst keine gehabt und so. Ja. In Jeans und Leihwall mit offenen Helmen sind wir da gefahren, ohne Handschuhe. Das waren schon wirklich tolle Zeiten. Ja, ich glaube, im 2002 TI. Ne? Im 202 TI von Hans-Peter Köppchen, ja, genau richtig. Der wurde zur Strecke gefahren, auf der Achse. Dann wurde im Fahrer der Stoßstange abgeschraubt, die Lampen abgeklebt, Sitzbank raus. Das war halt noch Rennsport, so wie heißt Natur war. Gell? Ja. Und dann ging es los. Ne? Ja, Wahnsinn. Und dann hat man gleich entdeckt oder gleich herausgefunden, dass da ein großes Talent am Start ist. Gut, das sagst du jetzt. Ne? Ja, das habe ich schon mal vor mir, da habe ich es auch schon mal gehört. Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass dann der Vater auch noch einen guten Draht zu BMW hatte. Und ich halt durch meine, dann haben wir natürlich relativ schnell, dann, du brauchst dann eine A-Lizenz. Da musst du ja 5-mal in dem Top 3 irgendwo was beendet haben. Dann bin ich ein paar Bergrennen gefahren. Sauerland, Bergbrei, Schwäbische Alb, Neufen, Freiburg, glaube ich. Ging immer nur zweiter, dritter, gut funktioniert, um die Lizenz eben zu bekommen. Und dann gab es ja dann im 70er noch mal Einsatz für Köppchen. Und dann kam ja Alpina dann dran, gell, die Steigerung dann. Gell, das war natürlich dann gut. Und dann kam das Jahr mit Ford, 72, die Anfrage von Jochen Nierpasch. Erstmal Alpina. Wie war das bei dem? Ja, also beim Bovensiedeln. Das ist ja auch so die graue Eminenz. Ne? Heute noch, gell? War mega lustig. Ja. Mit Leuten wie Günter Huber, Gerold Pankel, René Herzog, das war schon toll. Gell? Da ging auch dann die Zeit schon los, wo man angefangen hat, richtig Spaß und Blödsinn zu machen. Gell?
Das kam der gut damit klar? Ja, klar. Ja. Der Professor hatte eine Freundin, die hieß Claire. Und er, der Burkhard, hatte immer ein Toupet, weil da musste ich immer schick machen. Gell? Und wenn das Toupet weg war, haben wir gesagt, müssen das Toupet, das ist in der Kläranlage, haben wir da gesagt. Gell? Also da war auch Spar, ich glaube, es war 71, 24 Stunden rein. Und wir haben alle in dem Hotel Rouenet gewohnt, neben der Strecke, dass der Burkhard mit der Claire in einem Zimmer wohnt. Und da haben wir dann gesagt, wir müssen das Zimmer präparieren. Da wollten Quester war natürlich dabei, auch irgendwie das Bettlose machen oder so. Und unten vom Hotel war ein Entenstall. Dann haben wir zu dritt eine Ente gefangen, haben die gepackt, haben die zum Bovensieben ins Zimmer, ist das Zimmer eingesperrt. Gell? So. Jetzt irgendwann um 10, halb 11 kam der Bovensieben darauf. Gell? Jetzt hat die Ente die verlauter Angst, dass ganze Zimmer verschissen, kann ich mir vorstellen. Gell? Und der Professor kam raus und dann mit der Kleider oben dann schlafen gehen. Musste erst die Ente raus tun, das Zimmer sauber machen, wenn man sich da schief gedacht hat. Ne? Aber es war dann hart an der Grenze, weil da gab es schon eine Ansage der nächsten Tag. Also, war immer wie viel verheiratet mit euch im Team. Ne? Der Professor hatte ja auch, der Burkhard hatte ja auch ein verletztes Bein gehabt, der hatte ein steifes Bein. Und da war immer so, wenn dann zum Essen eingeladen hast, also meine Herren, wir haben heute Abend Teamessen, aber ich sage euch gleich, ist halt jeder selbst. Ja, wunderbar, gell? Dann fing so an, Viertelstunde vor Ende, fing der Quester an zu zwinkern. Das heißt dann immer das Zeichen, sie geben 1, 2, 3, aufstehen, alle wegrennen. Das zahlen muss der Profusieben. Habe ich auch mehrfach gemacht, da war ja wie lustig. Gell? Also da war dann schon einiger Spaß, den wir aber da gehabt haben. Ein wahnsinniger Genießer, oder? Der hat doch immer gekocht. Und, ja, sehr und, toll. Ja, der Fritz Inder hat gesagt, er hätte sich immer weniger um die Technik kümmern sollen. Die haben immer gesagt, er soll lieber kochen. Ja, genau. Und das machen die anderen fertig. Okay. Ja, mit Fritz war es ein lustiger. Fritz war natürlich, da war der erste richtige Ingenieur, der dabei war, der eine Ahnung hatte und so. Also war schon, die Competition war schon groß, muss man sagen. Ne? Auch gegenüber Ford. Mit Ford hatten ja auch hatten Fittipaldi im Auto, Glemser, ja. Maas und so Leute. Ich meine, wir waren auch schlecht besetzt. Dann wurde schon richtig um die Wette gefahren, muss man schon sagen. Ne? Ja. Und dann haben sie dich für Ford entdeckt. Ne? Da bist du da. Da bin ich dann bei Alpine. Dem Ruf von Jochen Nerpasch gefolgt, ne? Der damals super Ford war. Richtig. Genau, dann hat der Nerpasch dann zurück zu BMW. Also praktisch, dann kam 72 Ford nach der Alpina-Zeit. Das eine Jahr nach Köln. Das haben wir uns schwer überlegt, weil da war, beziehungsweise BMW war eigentlich schon da. Aber das Angebot war gut. Und da habe ich dann gleich den 72. Deutschen Meister rausgefahren. Da bist du ja alles im Grunde Boden gefahren. Super, ne? Mit Jochen Maas gewonnen, Spar die 24 Stunden, ja. Das war cool. Und dann ist ja Jahresmitte der Nerpasch weg zu BMW, um diese Motorsport GmbH aufzubauen. Ne? Und dann kam natürlich im September die Frage, hör mal, du bist doch eigentlich noch ein Münchner, du bist doch ein BMW-Mann, kommst du mit? Und ich sagte, das machen wir natürlich. Gell? Und dann kam ich meinen zweiten richtigen Werksvertrag. War schön toll, gell. Der Jochen Nerpasch, das sagst du auch immer wieder, war eigentlich einer deiner größten Förderer wahrscheinlich. Absolut. Ne? Jochen Nerpasch hat mein Talent, sage ich mal, danke, erkannt. Mhm. Hat er gesagt zumindest und habe ihn entsprechend auch gefördert. Mhm. Auch, sagen wir mal, mit ein Köderpunkt war nämlich bei BMW, dass er ja schon wusste, dass wir einen Formel-2-Motor machen für March. Da war natürlich klar, wenn ich mit dem Motor komme, dann kriegt man auch natürlich leichter ein Auto. Das war dann auch der Fall. 1973, 1974, die Jahre. Und das war natürlich klasse. Dann sind wir nach USA 75, im zweiten Jahr. Und da war es ja so, da hatte ich, das muss man auch sagen, das hat der Jochen zwar nicht absichtlich gemacht, aber da hatte natürlich für mich vielleicht einen Knick, weil ich hatte ein Angebot für McLaren zu fahren, für 75. Gell? Aber da hat der Jochen gesagt, du, wenn du für McLaren fährst, dann bist du bei BMW raus. Das war klar, wir haben nicht geplant für USA, wir brauchen dich. Habe ich auch nicht gemacht. Gut, vielleicht weiß man nicht, kann man nicht sagen. USA war auch toll. Aber das McLaren-Angebot auszuschlagen, war vielleicht der größte Fehler in der Formel-1-Karriere, oder? Naja gut, aber also dafür bin ich heute in einem Stück da. Ne? Das ist mal so viel wert. Ne? Also ja. Ich würde mal sagen, no regrets, das haken wir ab. Ja. Weil USA war natürlich auch sensationell, weil da habe ich schon, ich glaube in den USA habe ich einen ganz guten Bekanntheitsgrad, auch eben durch diese IMSA-Jahre, die ich dort gefahren bin. Ja. Und das war natürlich schon, also dieses Jahr mit USA war natürlich klasse. Ne? Wir kamen darüber, stand auf der Scheibe drauf, BMW Motorsport. Die dachte, das heißt British Motorworks, haben die gedacht. Ne? Mhm. Haben wir schnell beigebracht, dass das Bavarian Motorworks heißt. Das haben wir schnell beigebracht. Habt ihr BMW berühmt gemacht. Ne? Mit Jodeln und mit unseren Erfolgen und so. Das war schon eine coole Geschichte, gell, was ich sagen. Ne? Wir möchten ja auch nicht missen. Gell. So, Gott. Und der Jochen Nerpasch hat ja tolle Sachen gemacht. Ne? Also mit der MGMH, allein den M1, was ja sein großes Baby war. Das kam ja auch damit dazu, das M1-Thema, wo ja alle Fahrer mitentwickeln mussten. Mhm. Wir mussten ja in kurzer Zeit 100.000 Kilometer fahren für die Abnahme. Da
Da wurde ein Ronnie Peterson, alle waren da in München, haben, da gab es dann so tägliche drei Stints. Eine Runde waren so knapp 400 Kilometer. Und mit dem Auto, mit einem Ingenieur durch die Gegend um Bayern. Seid ihr durch die Straße gefahren? Na klar, du musst den Straßentest machen. Okay. Ja, klar, sicher. Was da alles passiert ist, mussten die Strecke ziemlich ändern, weil wir die ganzen Hühner alle überfahren haben, die auf den Bauernhöfen rumliefen. Gell. Und so weiter und so fort. Das war unglaublich, diesen Test zu machen. Aber auch das muss man der Jochen Nerbach aussehen, dass sich eine Motorsport GmbH gegründet hat, die damals ihres oder lange ihresgleichen gesucht hat, war die Idee mit dem M1, mit der Procar-Serie. Es gibt bis heute das keine Cup-Serie, ne? Die so geil ist wie der M1 Focus-Serie. Erzähl du kurz, was es vielleicht war. Natürlich, es war dieser M1 hat mit dänischen Rahmen aufgebaut, ein Sechszylinder-Reihenmotor drin mit so knapp 400 PS. Gell? Mhm. Und die Idee war dann, in diese Procar-Serie zu machen, im Rahmen der Formel 1 mit den vier trainingsschnellsten Formel-1-Fahrern aus dem Freitagtraining. Das wäre heute ja undenkbar. Die sind ja alle, ich meine, die haben natürlich jede Menge Geld hingelegt dafür, dass die da einsteigen, das war aber klar. Aber das ist so, heute wird es gar nicht gehen. Und die würden auch gar nicht sich das mehr trauen, weil sie Angst haben, das Gesicht zu verlieren. Genau, ne? dass sie da verblasen werden von so Kollegen. Ja, genau, ne? Ja. Der Niki Lauda hatte auch sein eigenes Auto. Ich hatte mein eigenes Auto. Wir waren immer festgesetzt. Mhm. Und dann waren noch die ersten vier Startplätze auch für die vier Formel-1-Fahrer reserviert. Ganz wurscht, wie schnell die im Training waren. Ne? Und da gab es natürlich die geilsten Manöver in Monaco. Und wenn Regazzoni vorne mit war oder Andretti, wie er alle gefahren ist. Und dann diese Verbindung aus diesem wirklich tollen Auto mit diesem unglaublichen Sound im Auto, mit am Samstag im Formel-1-Wochenende. Den großen Namen, ne? Mit den großen Namen. Und vor dem Formel-1. Und vor, genau. Richtig, das hat's nie mehr in einen solchen Cup gegeben. Ne? Nie mehr. Das war eine weitere Geschichte, die der Jochen gemacht hat. Dann auch die Entwicklung und Ersetzen des Formel-2-Motors, unzählige Championate. Leider hat es mit der Formel 1 nicht zu seinen Zeiten geklappt. Das war schade. Stimmt, ja, aber ansonsten muss man der Jochen wirklich, und auch wie er ein Team geführt hat, die Ideen, die umgesetzt haben, wir haben alle vom Jochen Motz Respekt gehabt. Das war auch einmal der Fall. Ich bin mit Ronnie Peterson auf dem 320 Turbo in Brands Hatch gefahren. 1000 Kilometer in der Sportwagen-Serie. Und ich bin in den Start gefahren und bin in Runde 3 oder 4 wo sind die Berg runtergerutscht, einen Fahrfehler gemacht, rausgeflogen und das Auto stand über der Leitplanke im Wald. Ne? Da habe ich gesagt, gut, der ist jetzt hin, bin zurück zur Boxmaschine. Ich habe gesagt, tut mir leid, Jungs, das Auto ist kaputt, einen Fehler gemacht. Ja, okay, und dann habe ich gesagt zum Ronny, was machst du, fahren wir heim. Ne? Ich bin zum Flughafen, der Ronny ist nach Maidenhead. Montag um 8 klingelt das Telefon vom Nerbach-Sekretär, die Frau Petz. Herr Stuck, sind Sie im Lande? Gut. Ja. Der Herr Nerbach will Sie gerne mal sprechen. Haben Sie Zeit? So, ja, klar, in München, eine halbe Stunde bin ich da. Ne? Komme ins Büro rein, der Nerbach so eine Fresse gezogen. Und dann sagt er, du bist ja gestern weg mit dem Ronny, gell? Das Rennen wurde unterbrochen wegen einem Unfall. Die haben das Auto wieder zurückgebracht. Da war nicht viel dran. Der stand wieder am Start, waren keine Fahrer da. Sag ich, nicht dein Ernst? Doch. Dann sagt er, wenn du nicht dem Ronny gefahren wärst, den kann ich ja nicht rausschmeißen. Dich hätte ich rausgeschmissen. Aber jetzt muss jeder 10.000 D-Mark Strafe zahlen, gell? Scheiße, okay, gell? Wieder was gelernt. Die harte Tour, ne? Die harte Tour, ja.